Heute Morgen gegen 8.25 Uhr sind wir über unsere Leitstellen informiert worden, dass es hier auf der Bundesstraße 61 zwischen Sulingen und Uchte zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Nach bisherigen Erkenntnissen ist ein mit zwei Personen besetzter VW Polo in Fahrtrichtung Uchte aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und hier mit einem LKW, mit einem großen Sattelschlepper zusammengestoßen. Der PKW war mit einem Mann und einer Frau besetzt. Beide Personen sind hier an der Unfallstelle verstorben. Der LKW-Fahrer musste mit Verletzungen in das Krankenhaus nach Sulingen gebracht werden. Die Bundesstraße ist kurz nach dem Verkehrsunfall in beide Richtungen gesperrt worden. Der Verkehr wird abgeleitet und hier werden jetzt umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, fotografische Aufnahmen und alle Ermittlungstätigkeiten aufgenommen, damit wir herausbekommen können, wie dieser Unfall passiert ist.